dass die, Recording is on. ja, dass die eine Dame heute nicht da ist, die gesagt hat, wir vermenschlichen das Ganze zu sehr. Ich habe jetzt einfach mal so ganz bewussten Dialog geführt mit der KI. Habe sie auch so gesagt, ich möchte mit ihr einen Dialog über Erziehung und Bildung führen, um dabei herauszufinden, welche Bedeutung diese beiden für die Neuzeit, ich beziehe mich jetzt also die Zeit ab Humanismus, also Renaissance, Humanismus, Aufklärung, was also diese Bedeutung der beiden Begriffe in der Neuzeit, die so wichtig waren, jetzt in der digitalen Welt, ob die überhaupt noch eine Zukunft haben. Und ja, das sollte ein Gespräch, was ich vorher gewissermaßen mir überlegt habe. Und das habe ich dann einfach so mit der KI geführt. Ich muss sagen, es war ein angenehmer Gesprächspartner, der sehr viel Informationen gebracht hat. Das heißt also, ich werde nachher relativ schnell durchscrollen. Ich stelle es schon später ein, das sind so 37 Seiten aufgezeichnet. Also das kann man nicht jetzt alles nehmen. Aber ich fand es interessant und auch die erste Frage mir überlegt, ich hatte natürlich jetzt mal große Fantasien, was da jetzt aufgrund von KI, wie verändert das unser Bildungssystem, also sprich Erziehungs- und Bildungssystem, wie verändert das auch Schulen? Und ich habe eigentlich festgestellt, dass die KI, ich möchte mal so sagen, Mainstream ist. Sie ist nicht visionär, sondern das, was, glaube ich, jetzt so gedacht wird und wie weit auch gedacht wird, das gibt sie relativ gut wieder. Und das, was sie an Antworten gegeben hat, also wer sich dafür weiter interessiert, kann es gern durchsehen, ist, ich würde sagen, so State of the Art. Das sind die Dinge, die in der Diskussion sind, die auch, ja, auch in der Entwicklung sind. Es gibt auch ein paar Perspektiven. Am Ende habe ich es ein bisschen angekitzelt, die KI, um einfach mal andere Möglichkeiten noch aufzuzeigen. Also ich, für mich war also, was ich jetzt mal so genommen habe, die KI ist nicht visionär, sondern ist wirklich Mainstream. Sie spiegelt gut wider, was eben so breit über das Thema bekannt ist und fasst das aber auch recht gut zusammen. Da und dort merkt man auch, dass er noch vielleicht etwas zurückhinkt vom Stand der Dinge, aber insgesamt bin ich da sehr zufrieden. Und da, wenn ich mal was Visionäres damit haben wollte, dann sagt sie auch sofort, das ist schon Science Fiction. Aber sehr interessant, das kommt dann am Ende. Ja, ich hab mir jetzt gedacht, war meine Fantasie und nach dem Gespräch von der KI war ich eigentlich ganz beruhigt. Ich habe mir gedacht, okay, Schule in der Form, wie wir sie haben, als Erziehungseinrichtung, wird es wahrscheinlich in naher Zukunft gar nicht mehr geben. Das Ganze wird digital. Und ich habe auch deshalb auch gesagt, ich werde jetzt mal eine Einstiegsfrage. Ich beginne mit einer etwas abgefahrenen Einstiegsfrage, bitte aber eine seriöse Antwort. Und zwar, welche Bedeutung hat autonomes Fahren für die Existenz von Fahrschulen? Also ich wollte Fahrschulen und Schule, da komme ich dann natürlich dann später drauf, einfach sagen, okay, weil warum brauchen wir noch Fahrschulen, wenn die KI und alles, was damit zusammenhängt, die Sensorik und so weiter, gewissermaßen das leistet, was bisher jemand erst lernen musste, um ein Fahrzeug zu bewegen. Und was Ähnliches könnte ja auch in der Schule dann passieren. Und deshalb meine Erwartungshaltung war die, Fahrschulen werden abgeschafft. Und die Frage war dann für mich so provokant, wie sieht es denn mit den Schulen in der Zukunft aus? Hier war ich schon überrascht, weil sie argumentiert dann ganz gut, die KI, und sagt, ihr redet von einer Übergangsphase, die erstmal sein wird und so weiter. Das kann man sich alles durchlesen. Kann man aber Fazit, was sie dann zieht, autonomes Fahren wird die Fahrschulen nicht obsolet machen, sondern sie transformieren. Fahrschulen werden sich wahrscheinlich auf die Schulung im Umgang mit autonomen Systemen, Notfallmanagement und auf rechtliche und ethische Fragen konzentrieren. Die Rolle der Fahrschulen wird sich somit weg vom reinen Fahren lernen hin zur Vermittlung eines tieferen Verständnisses der neuen Mobilitätstechnologien entwickeln.
Und das fand ich interessant. Und eigentlich ist es genau das Gleiche, was am Ende als Fazit jetzt schon mal kommt, was Schule betrifft. Wobei ich nicht die Erwartungshaltung jetzt so knallhart hatte. Bei Fahrschule war es für mich klar, bräuchte man eigentlich wahrscheinlich nicht mehr. Aber auch hier, okay, das Ganze wird also neue Funktionen übernehmen, die Rolle wird sich ändern und neue Aufgaben. So ähnlich wird es bei der Schule dann auch werden. Und das war. Darf ich dich mal unterbrechen, Frank? Also wir können das auch dann zur Verfügung stellen, diesen Dialog mit der Ja, KI. gerne. Ich habe jetzt praktisch mal so Sachen hier angestrichen, also was wir zur Verfügung stellen können, das kann so diese von mir markierten Stelle sein. Ich gebe beides mal rein, markiert und unmarkiert, je nachdem, wie man es halt nutzen möchte. Das markiert ist jetzt mehr für uns, dass wir relativ schnell da durchkommen, weil das sind ein paar Dinge, die ich interessant fand von der Antwort her. Nächste Sache ist auch die Existenz der klassischen Erziehungs- und Bildungseinrichtung Schule, ähnlich der Fahrschule, durch den technischen Fortschritt in Form der Digitalisierung bedroht, wird Schule also obsolet. Und im Prinzip geht es um Ähnliches, nicht? Wird nicht verschwinden, allerdings wird sich Rolle und Funktionsweise stark wandeln. Und das war schon mal eine ziemliche Botschaft und ich glaube, das ist Mainstream, was auch so gedacht wird. Und interessant war natürlich dann auch, was wird sich da ändern? Auch ich jetzt spoilere ich ein bisschen gleich von Anfang an, auch mit so, weil ich ja zusammenfassen möchte. Die KI, und das ist so, was vielen Lehrkräften eigentlich Probleme bereitet. Ich sag mal so, Lehrkräfte, man studiert ein Fach, mehrere Fächer, zwei Fächer in der Regel, um dann eben in die Schule zu gehen und als Fach Kollege sein Fach zu unterrichten. Und diese Fachlichkeit, die wird von der KI eigentlich kaum angesprochen. Und das ist so das Thema, was heute schon Lehrkräfte bewegt, die eigentlich sich immer als Fachlehrer sehen. Und das, was auch von der KI hier angesprochen wird, die ganzen Möglichkeiten, die sowohl die Digitalisierung bietet, aber auch weil wir eben das Wissen da sind, und es geht eigentlich um Wissenstransfer, Wissensmanagement, viel stärker diese Rolle hat des Lernbegleiters oder des Mentors, des Coach, wird auch hier rausgearbeitet und ich weiß um den Widerstand, der in den Schulen eigentlich da ist. Die Kollegen sehen sich immer gern noch als Fachlehrer, die ihr Fach mit Liebe unterrichten. Also das Phänomen ist quasi, dass das gesamte Fachknow-how eher verschwindet als alles andere, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Es ist eigentlich das A und O, weil Wissen, ja, aber auch, und die Kollegen sehen sich eben als Fachlehrer, Fachlichkeit, aber der Begriff Fachlichkeit hier fällt eigentlich in dem gesamten Dialog von 37 Seiten so gut wie gar nicht. Und das ist aber auch das, was, wie gesagt, mal heute in die Schulen geht, Fortbildungsveranstaltungen und. Es geht immer stärker um eigentlich eine veränderte Rolle der Lehrkräfte. Hallo, Und Rudi. natürlich noch stärker. Der Begriff Fachlichkeit wird vorausgesetzt, die muss man haben. Und jetzt geht es eigentlich darum, in der digitalen Welt, wo man ja eigentlich als Schüler sich auch schon über alles informieren kann. Das ist auch eine unheimliche Herausforderung für die Lehrkräfte dann. Ich kann ja auch Schüler drin haben, die sind voll drin in einem Thema und die zerstören mir schon den ganzen Unterricht, Anführungszeichen, wenn die wollen, wenn ich durch Fragen entwickelten Unterricht oder Ähnliches komme. Die wissen das ja eigentlich schon und können euch schon mal alles wegnehmen. Ne? Und so, also dass heute vieles einfach auch, es gibt unheimlich gute Tutorials, wo ich mir Sachbereiche anschauen kann und. Das heißt, es geht wirklich darum, wie arbeite ich jetzt damit? Und es gibt andere, die sind wirklich unbeleckt. Und diese ungeheure Heterogenität verlangt eben, dass ich den Blick habe auf die Individualität der Schüler. Und gleichzeitig weiß, ich muss in meinem Fach bestimmte Ziele erreichen, auf unterschiedlichsten Wegen. Und das muss moderiert werden, da muss sehr individualisiert werden. Und das ist eigentlich
die große Herausforderung, die jetzt auch momentan läuft und durch die Digitalisierung natürlich ermöglicht wird, aber auch gleichzeitig etwas, wo, glaube ich, innerlich noch viele Bedenken sind. Und jetzt mal einfach so veränderte Rolle der Schule. Also es geht um Vermittlung von Sozialkompetenzen. Die sagen halt auch, das kann man über Bildschirm nicht vermitteln. Das muss einfach Schule machen. Ist nicht ein Ort der Wissensvermittlung, sondern sozialer Raum. Zusammenarbeit, Konfliktlösung, Empathie, Kommunikation, all das, was Menschen ausmacht, mit Menschen zusammen, das muss in diesen Räumen halt stattfinden. Dann Personalisierung durch digitale Bildung, also kommen so Begriffe wie Blended Learning, das heißt also eine Mischung, dass die Lehrkraft gewissermaßen eine ganze Sequenz plant und die eigentliche Wissenserwerb aber delegiert an die einzelnen Schüler. Und wenn das natürlich gut funktioniert, digital unterstützt, sodass jeder Schüler auch wieder seinen Weg gehen kann. Und dann gibt es gemeinsame Veranstaltungen, wo gewissermaßen nochmal abgefragt wird, wo Inputs gegeben werden, wo Strukturen gegeben werden, wo Rückfragen gegeben werden, wo weitere Impulse, Schwierigkeiten und so weiter. Das ist diese Mischung, eine Kombination gewissermaßen aus traditionellem Präsenzunterricht und digitalen Lernformaten. Hochanspruchsvoll. Ist aber schon in einigen Schulen teilweise in Sequenzen vorhanden. Also hier also auch wieder. Dann diese personalisierten Lernpfade. Das wird immer wieder kommen. Das zieht sich immer wieder durch. Gut, dann Schule wiederum auch Angriff ans Obere als Gemeinschaft, sozialer Raum, Interaktion und so weiter. Emotionale Unterstützung, Mentoring. Also gewissermaßen den Jugendlichen, das ist der Erziehungsaufgabe, helfen ins Erwachsenenleben hinein. Der menschliche Kontakt ist ein unschätzbarer Wert. Also von daher ist Schule eigentlich beruht, dass Menschen sich begegnen und, ja, ich sag mal einfach, sich entwickeln können mit anderen gemeinsam. Da muss natürlich auch Regeln gelernt werden und ähnliches. Ne? Ja, dann auch immer wieder die neuen Technologien nur als Ersatz. Also nicht als Ersatz, sondern eine Ergänzung dessen, was die ganze Zeit schon funktioniert. Da kommen natürlich die ganzen Bereiche, das ist natürlich interessant jetzt für die ganzen Produktanbieter, AR und Augmented Reality und virtuelle Reality. Es kostet natürlich wahnsinnig viel und die Möglichkeit der globalen Vernetzung. Ja, Chancen und so weiter. Bleibt dann weiter der Lehrer unverzichtbarer Vermittler. Und jetzt kommt das, was der Besart immer schon das letzte Mal so gesagt hat. Die KI hebt sehr stark ab auf Ethik, kritisches Denken. Also auch der kritische Umgang mit Informationen, dass man Erziehung hin zum reflektierten, mündigen Bürger. Und das ist auch im Fazit dann so drin. Die Schule der Zukunft wird voraussichtlich eine hybride Form annehmen, in der digitale und analoge Lernformate miteinander verschmelzen, aber die menschliche und soziale Aspekt bleibt zentral. Ja, das zieht sich dann eigentlich durch das Ganze. Und das ist eigentlich ich sage Hauptbotschaft. Gut, ich habe dann weiter gefragt. Ich möchte jetzt mit dir eine Art Standortbestimmung durchführen, mal zu schauen, festzustellen, wo wir in der Diskussion momentan stehen. Kurzer Blick zurück, dann wo sind wir und dann nach vorn. Und da war für mich die Frage, warum gibt es eigentlich Schulen? Wann wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt? Interessant war für mich jetzt, die Antworten waren recht gut. Ist auch so, also Preußen war da relativ früh dran. Und es waren natürlich ganz normale Überlegungen. Schule macht man nicht einfach, weil der Herrscher gerne Schule hat und Bildung, sondern es ging darum, waren militärische und wirtschaftliche Gründe. Man brauchte eine ausgebildete Bevölkerung für die Verwaltung. Das waren die preußischen Reformen. Preußen, die also gewissermaßen durch diese preußische Disziplin und auch Effizienz kam, war Voraussetzung eben auch eine Art von gebildeten Bürgertum und für die Armee genauso. Es war natürlich Motive in Preußen, was dann bekannt wurde, Disziplin, Gehorsam. Also ich fand mich interessant, andere Länder haben da durchaus später auch angezogen, also Deutschland, Preußen 1717, Frankreich
wurde die Schulpflicht im Zuge der Französischen Revolution diskutiert, aber erst unter der Dritten Republik 1882 dann endgültig eingeführt, also relativ spät in Frankreich. Also ich fand es interessant auch für mich selber. Ich hatte nach dem Studium so gejobbt bei Ausgrabungen. Dann kam von Elsass rüber jemand und der hat auch ausgegraben und gesagt, in Frankreich gibt es keine Schulpflicht. Er war nie in der Schule. Hochgebildeter Mensch, der auch alles autodidaktisch erlernt hatte, aber es gibt keine Schulpflicht. Also es scheint ein Phänomen zu sein, wir gehen immer von der allgemeinen Schulpflicht aus, gibt es wirklich nicht überall, also unterschiedliche Länder auch, unterschiedliche Gründe dafür. Also das ist in der Jetztzeit so, dass es in Frankreich keine Schulpflicht gibt? Also ja, ich habe den, wann war das so, also der ist ja groß geworden auch in den 60er, 70er, 80ern. Und er sagt nein, sein Vater hat gesagt, er ist Anarchist, der Vater, und er sagt, er will seinen Sohn nicht auf die Schule, er macht das selber mit ihm und das ging. Das wäre in Deutschland nicht möglich. Nee. War Also er eine so? Schulpflicht gibt es. In Frankreich, aber in Deutschland kannst du ja auch unter bestimmten Umständen zu Hause deine Kinder erziehen. Das Ja, geht aber relativ immer. schwierig. Schwierig anscheinend, wie. Kannst du deine Kamera anmachen, Rudi? Oder? Ja, ich habe es extra ausgemacht, weil ich noch am Essen war. Okay, dann guten Appetit. Guten Okay. Appetit, genau. Also in Frankreich gibt es eine Schulpflicht von 10 Jahren. Ja, mag sein, aber wie Aber gesagt, man lernt auch und Teil ja. zusammen, also diese Verbünde gibt es offenbar nicht. Ja, okay. Mach Und weiter. ja, Hintergründe waren klar, es geht also um Arbeitskräfte, die gut ausgebildet sein wollen, politisch. Dann war natürlich auch später kam das dazu, politische Stabilität. Bildung wurde als ein Mittel zur Integration und Stabilisierung der Gesellschaft angesehen. Ja, religiöse Motive, dann so Schulpflicht im Wandel der Zeit. War für mich auch interessant, die Notwendigkeit einfach eines gebildeten und disziplinierten Bevölkerung. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, dann hatte man gebildet und diszipliniert. Da war noch bestimmter Konsens, das macht man halt so, das ist so, das vermittelt wurde. Ja, heute ist auch von der Spaltung der Gesellschaft ausgehend, ist vielleicht auch so ein Thema. Man sagt immer wieder, die Schule muss das richten, aber die kann natürlich auch nicht alles richten. Dann die humanistischen Bildungsideale werden sich auch nochmal durchziehen später. Bildung sollte nicht mehr nur der Funktionalität des Staates dienen, das war so der erste Ansatz, deshalb wurde es auch eingeführt, sondern auch die persönliche Entfaltung und Entwicklung des Individuums fördern. Und ich glaube, das sind sowieso diese beiden Richtungen. Auf der einen Seite natürlich vom Staat her gedacht, der brauchte Arbeiter als auch aktive Bürger für einen funktionierenden Staat. Und auf der anderen Seite vom Humanismus her denken, eher vom Individuum her gedacht, die freie Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung des Individuums. Und ich beides sind so die zwei Dinge, die immer schwierig auch in die Harmonisierung dann zu bringen sind. Also Bildung wurde nun als Schlüssel für den Zugang, also später dann in dieser veränderten Gesellschaft zu globalen Arbeitsmärkten und zur Teilhabe der Wissensgesellschaft betrachtet. Jo. Ja, das haben wir schon, also vom Fazit her eben auch immer wieder diese Dinge, die wir auch schon letztes Mal hatten, Entwicklung hin zu mündigen, kritischen und sozial kompetenten Bürgern. Ja, welche Funktion außer Wissenserwerb und Kompetenzvermittlung hat Schule als Erziehungs- und Bildungseinrichtung in der Vergangenheit erfüllt? Und da ging es eben auch um die Kompetenzverbildung, Sozialisation, ähnlich, wenn wir schon mal gesprochen haben, Kooperation, Kommunikation, Konfliktlösung, Kompromissbereitschaft, was eben vorher auch schon mal angesprochen worden ist, Vorbereitung auf das Leben in einer immer komplexer werdenden und auch immer industrialisierteren Gesellschaft. Und immer wieder auch demokratische Erziehung, Staatsbürgerbildung, also einfach ja, dieser aufklärerische Anspruch, der da immer wieder betont wird. Andere Seite so ein bisschen Disziplin und Ordnung, also Verhaltensregulierung, jetzt aber auch für das Individuum, das eben damit auch mit sich selber, Förderung von Selbstkontrolle, Stärkung von Selbstbewusstsein, Identitätsbildung, Selbstfindung, also diese Stärkung von Persönlichkeit, wenn man auch sagen kann, die starke Persönlichkeit, die gebildete Persönlichkeit ist auch die Persönlichkeit, die man braucht, um eine funktionierende Demokratie zu
erreichen. Weil man kann sich ja gern streiten, man muss sich ja streiten, es gehört ja eine Streitkultur dazu, aber ich muss ja immer einen Konsens zumindest haben, dass wir immer über die Realität reden. Ja, Vermittlung von moralischen und ethischen Werten, Förderung von Gemeinsinn, das wäre auch so etwas, was in der Schule stattfinden sollte. Da müssen natürlich auch alle die gleiche Sprache sprechen und auch so etwas wie eine gemeinsame Kultur haben oder zumindest mal sich auf eine gemeinsame Art von Kultur verständigen können. Das ist ja auch etwas, was wir momentan wieder als Problem haben. Ja, Vorbereitung aufs Berufsleben. Was ich auch interessant fand, für mich jetzt persönlich nochmal Weitergabe von kulturellem Wissen und Traditionen. Also die Schule trägt somit zur Bewahrung und Weitergabe der kulturellen Erbes an die Gesellschaft bei. Das hat, wenn wir die gerade jetzige Diskussion, die aktuelle mit der Migration betrachten, haben wir natürlich einen ungeheuren Influx von ganz anderen Kulturen, was natürlich auch eine Wahnsinnsaufgabe ist für Schule. Kommt hier in dem Ganzen nicht vor, aber deshalb meine ich ja, es ist Mainstream. Hier müsste man auch mal, hätte ich mal die KI noch mal vielleicht darauf ansprechen müssen, weil hier kommt natürlich auch, Integration ist eigentlich nur möglich oder diese ganze Weltgesellschaft, die wir jetzt mal so haben, über Schule, wo die Leute sich begegnen, wo sie sich darüber austauschen könnten, wo auch bestimmte Zielsetzungen gegeben werden. Also so auch so der Begriff der Inklusion wäre ja in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz interessant. Was wird denn zu Inklusion gesagt? Also ich glaube, dass das eins der Themen sein wird, die oder was uns beschäftigen sollte. Tatsächlich, wenn wir uns mit Demokratie auseinandersetzen, ist ja wirklich auch die Frage der Inklusion, zum Schluss sogar derer, die eben nicht lernen können. Ja? Wobei, das kann man ja ganz groß fassen im Bereich, den Begriff Inklusion, jetzt also nicht nur von körperlicher und geistiger Nein. Einschränkung, Behinderung, sondern ich meine, wenn ich jetzt hierher komme, ich spreche die Sprache nicht, bin ich ja eigentlich auch behindert, und zwar völlig behindert. Ja. Und deshalb, man muss das wirklich breiter fassen nochmal. So, und nicht nur unter Integration, was so nett klingt, sondern ich bin dann eigentlich, ja, ich bin hilflos. Ich erlebe das, dass ich mit meinem Zeichensystem, was ich habe, was ich gelernt habe, wo ich auch denke, eigentlich nichts erreiche. Und dann auch die Erfahrung, dass man durchaus Erfahrung zu sehen, dass man ähnlich ist. Also Integration, Inklusion, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, sehe ich auch so. Ja. Gut, soziale Interaktion, das ist klar, es wiederholt sich jetzt sehr vieles hier bei dem Ja. Vermittlung von Strukturen und Routinen, da kann man relativ schnell durchgehen. Auch immer wieder Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Reifung, aber auch da, Support und Mentoring funktioniert ja nur, wenn man die gleiche Sprache hat und auch einen gleichen, sagen wir, kulturellen Hintergrund, weil eine gewisse Art von Zuwendung, das sagen ja auch manche Lehrkräfte, wie gehe ich da überhaupt um, wenn ich jetzt als Mann mit Jugendfrau umgehe, welche Nähe kann ich da haben und so weiter, was bedeutet Hand auflegen da und anderen Kultur, also das sind so viele Dinge, damit hineinkommen. Also ich glaube, da ist Schule auch was die Lehrer betrifft, ungeheuer gefordert. Und immer wieder auch im Bereich emotionale Reife und persönliche Entwicklung. Aber wie gesagt, ich muss da auch eine gemeinsame Sprache und auch mich auf irgendeine Form von Kultur. Wir haben damals Friedrich Merz, der Begriff der Leitkultur. Man kann damit aber sagen, es muss eine Kultur sein, auf die man sich irgendwo beziehen kann, solange man hier in einem bestimmten sozialen Umfeld sich aufhält. Naja, ich Ja, meine, die man, vielleicht wäre es am besten, wenn wir dazu sagen, nicht über Kultur und jenes sprechen, sondern das eher doch eher neutral halten und sagen, man muss für gleiche Rahmenbedingungen für alle schaffen, damit man halt den Basis erreicht, um die ganzen sozialen Herausforderungen zu gewährleisten. Weil, wenn wir ständig sagen, Kultur, kann das dann doch jemand missverstehen, obwohl wir davon ausgehen, dass Sie es eigentlich richtig verstehen, dass wir es nicht negativ meinen, sondern dass wir das als Herausforderung sehen. Und deswegen sollen wir eher sagen, so eine gesamte, wie habe ich jetzt nochmal gesagt, Grundvoraussetzung für alle gleichstellend schaffen, damit man halt den Punkt erreicht, damit dann zufriedenstellend ist. also ich glaube, es gibt diesen Begriff der Kulturtechniken oder so. Und das ist Genau, ja was in auch. der Richtung. Ja, aber es ist wirklich schwierig. Ich merke, ich habe ja schon gesagt, die KI ist ziemlich Mainstream. Ich
Ja. Und diese ganze Entwicklung, die wir seit 2015 haben, sind hier eigentlich noch gar nicht so richtig drin, obwohl es halt diskutiert wird. Aber ich merke jetzt hier auch, das ist noch gar nicht so richtig angekommen. Okay. Na, weil das Also, ist. Frank, vielen Dank für den Kram, den ich jetzt hier mit verfolgen konnte. Der hat mir jetzt gerade der sehr geschichtliche Ablauf mit Schulpflicht und mit den Inhalten mir eines gezeigt. Schule ist immer Abbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse und zwar immer auch derjenigen, der herrschenden Verhältnisse. Es wird immer wieder versucht, das, was als Herrschaft angesagt ist, in der Schule zur Durchsetzung gelangen zu lassen, damit es diese Gesellschaft künftig auch noch gibt. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt gekommen, das war jetzt das Letzte, über das wir uns unterhalten haben oder was du referiert hast. Es gibt diese eine Gesellschaft nicht mehr bei uns in der Schule, weil aus allen möglichen Kulturen Menschen zu uns kommen. Und deshalb gibt es, Besat, auch keinen einheitlichen Rahmen mehr. Wir müssen uns wahrscheinlich vollkommen in der Bildungspolitik oder bei denjenigen, die Bildung betreiben, als Lehrer und letztendlich auch Politiker, und auch an den Hochschulen davon lösen, dass es keinen Rahmen gibt, sondern wir müssen zusehen, wo ist der Rahmen gesprengt, wo ist er aufgrund der Umstände nicht mehr vorhanden und was muss ich tun, damit es trotzdem eine Gemeinschaft gibt, ein etwas gemeinsames Handeln gibt, zu Gemeinsamkeiten kommen können. Auch die gemeinsame Sprache gibt es nicht mehr. Es ist alles auf dem Prüfstand. Ja? Seit, sagen wir mal, seit die Gastarbeiter ins Land kamen. Aber letztendlich auch schon davor. Nur wenn du im Kohlenpott siehst, wo die Polen alle kamen damals. Ja, Schimanski ist ja heutzutage der beste Deutsche überhaupt, weil er ja ein sehr berühmter Kommissar ist. Nein, das waren alles Polen und die waren da überhaupt nicht angesehen. Ja, ähnliche Phänomene hast du in den USA gehabt und so. Aber ich mag dieses Wort, sie integrieren sich nicht. Nein, sie haben da etwas mitgebracht. Sie haben ihr Leben ausgelebt und haben damit etwas in die Gesellschaft gebracht. Und seitdem ist die Gesellschaft eine andere. Am Ende muss man sagen, sie haben den Rahmen, der gesetzt war, also auch durch Schulpolitik, gesprengt. Und Gut, das aber ist in Ordnung so. ja, aber das war, wenn ich es gerade mal so Ruhrgebiet nehme, das war eine regionale Erscheinung. Und wir haben das ja jetzt, sagen wir, seit Ja, 2015. natürlich war das damals nur regional, heute Ja, ist es global. nee, aber auch das gesamte Deutschland durch die Verteilung und sowas. Und das ist das, was unsere Gesellschaft momentan wirklich ungeheuer unter Druck setzt. Das merken wir in den Wahlergebnissen und so weiter. Ne? Aber das wird mir hier nochmal jetzt eben selber nochmal präsentieren, nochmal sehr deutlich, dass es wirklich nochmal ganz anders gedacht werden muss. So, und da müssen viele Rahmen gesprengt werden, weil hier kommen viele Kultur. Wenn jeder an seiner Kultur bleibt, kriegen wir überhaupt nicht zurecht. Und deswegen sage ich ja, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo alle gleichgestellt sind. Richtig, aber das Abhängigkeit ist, du sagst jetzt etwas. der Kultur, Religion und jenes. Also das heißt, man muss alle wieder irgendwie in einen Topf zusammensetzen und dafür sollte eigentlich die Schule da sein, dass Ja. sich alle an diesen gewissen Rahmenbedingungen, wenn ich das jetzt so sagen darf, die in der Schule sind, wo alle gleich sind, wieder stattfindet. Das Problem wird dann aber ganz schnell auch die Frage von Menschenrechten. Also du hast ja zum Beispiel die Religionsfreiheit, die in Deutschland auch unter die Menschenrechte fällt, also somit garantiert ist. Und wenn jetzt jemand in die Klasse kommt und will sein Kreuz auf der Brust tragen und sagen, das ist mein Menschenrecht, dass ich mein Kreuz trage, dann kannst du dem das nicht verbieten. Also da bin ich auch dafür, dass wir das mal offensiv diskutieren, weil das ist, glaube ich, in einem laizistischen Staat überhaupt nicht sinnvoll oder machbar, das sozusagen als Menschenrecht in so einer Situation wie Schule zu definieren. Ja, also der mag ja zu Hause
tun und lassen, was er will. Aber der kann nicht erwarten, dass auf der anderen Seite, weiß ich, er um so und so viel Uhr beten muss, gen Rom, weil der Papst darum bittet. Also, ja. Oder gegen Mekka oder wie auch immer. Also wir kommen ziemlich Bredouille, das merkt man eigentlich jetzt hier schon. Also hier das meiste von dem, was du vorgetragen hast, ist eigentlich noch, sage ich, Mainstream ohne Migration. Und für diese Massenmigration, die wir 2015 haben. Und Die Massenmigration haben wir schon vorher gehabt, Frank. ja, aber nicht in Alle der das. Form. Das sind 2015 alle war schon was, Kinder. 2015 hat schon mal ziemlich was verändert. Das sagen viele auch vom Gefühl her. Ob das jetzt Migration gab es immer schon. Ich meine, da kann ich bis zu den Römern zurückgehen, das ist mir auch klar. Aber es hat für hier, vielleicht, wenn man ein paar 10, 20 Jahre nochmal in die Zukunft geht, wird man es vielleicht auch wieder anders sehen. Aber momentan wird es so als 2015 als ein echter Einschnitt erlebt, Nein, der auch nein, das war kein Widerspruch. Widerspruch. kann Wir sein. haben viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland schon 2015 gehabt. 2015 kam gerade mal 1 Million in Anführungsstrichen ganz Fremder zu uns. Niemand, der irgendwie eingewandert ist, um zu arbeiten, Familie zu haben und dann Stück für Stück nicht nur eine italienische Pizzeria aufgemacht hat oder sowas, sondern kompletto Fremde, 1 Million. Wir haben jetzt vor 3 Jahren, 2 Jahren über 1 Million Ukrainer aufgenommen. Also das sind natürlich sind das Einschnitte, aber das ist nicht ein Migrationsproblem. Das hatten wir vorher schon. Nein. Ich würde euch in gewissem Maße beide folgen wollen, weil natürlich haben wir auf der einen Seite tatsächlich, also mein Großvater kam aus Kroatien, Urgroßvater, mein Urgroßvater, Urgroßvater, wenn ich echt ganz exakt sein will, der kam aus Kroatien als Bergmann, genauso wie die Polen, und der hat dann im Ruhrgebiet gelebt. Also von daher gab es damals natürlich auch Migration, Emigration und so weiter. Alles nicht das Problem. Die meisten Amerikaner heute haben, ich habe jetzt gerade wieder einen Ami, der hat deutschen Migrationshintergrund in Amerika. Der ist also, der heißt Trautmann, das ist so ein typisch amerikanischer Name. Der ist auch natürlich irgendwann da reingekommen. Die andere Die sind Seite alle ist da schon, reingekommen, alle Amis. Da gibt es ja. ein schönes Cartoon. Wenn du nicht aussiehst wie so und dann siehst du nur Indianer, you are Ja, probably an immigrant. Ja. genau. Oh, alle sind Genau. Immigrants, Und, gut. aber das Phänomen ist ja, dass 2015 tatsächlich auch die Kommunikationsstruktur eine ganz andere war als immer zuvor. Also wir haben halt bei den Migrationswellen, die wir bis in die 70er, 80er Jahre hinein hatten, da waren wir froh, wenn wir ein Telefon hatten. Also da haben wir noch nicht, also da hat man noch ein halbes Jahr oder ein Jahr auf sein Telefon gewartet in den 70ern, Wenn du wenn mal man ganz keins. gekriegt hast, ja. Ja. Warst du froh, wenn du eins gekriegt hast? Und wir leben heute natürlich in einer ganz anderen Kommunikationsstruktur und damit eigentlich auch mit anderen kulturellen Herausforderungen. Ja? Also in dieser Zeit, wo man weniger miteinander und schwieriger miteinander kommuniziert hat, da war natürlich auch ein höherer Druck auf die Einwanderer da, sozusagen sich anzupassen, weil die konnten eben nicht mal schnell mit dem Handy nach Hause telefonieren und haben in ihrer eigenen Landessprache weiter kommunizieren können. Das ging vielleicht in der Familie, aber nicht in der Gesellschaft und nicht ständig. Und wenn man sich heute anguckt, wie die Menschen zusammensitzen, dann guckt jeder nur noch auf sein Handy, die Kommunikation mit. Also ich will nur sagen, die Kommunikationsbedingungen haben sich maximal verändert. Und dass sich das natürlich Damit auch in. auch die Ansprüche, damit auch die Ansprüche derjenigen, die zu uns kommen. Sie wissen um unsere Menschenrechte, sie wissen um Grundrechte, sie wissen um Religionsfreiheit und das bedeutet auch, sie wissen darum, dass sie eigentlich so bleiben könnten, wie sie gerne wollen, nämlich so, wie sie vorher waren, nur bei uns lebend. Und das gibt dann die Gefahr von Parallelgesellschaften und Frank. Genau das Problem dann in der Schule, dass du nicht mehr ins Gemeinsame kommst. Ja, wir hatten vorhin gesagt, Schule soll eben diesen Gemeinsinn auch fördern. Also ich meine, vieles von dem, was hier steht, ist ja alles richtig, aber das Phänomen ist mir jetzt einfach aufgefallen, 2015 hat das Phänomen Migration, sage ich mal so, eine andere Qualität bekommen. Und damit sind wir jetzt konfrontiert.
Vielleicht hat das Ding, wie wir es ja nennen, nicht explizit diese Themen angesprochen, Frank, oder diese Herausforderungen überzeugt, weil die Fragen nicht so darauf gestellt war und das Ding ja sich fokussiert hat auf so das allgemeine Wesen. Ja. Dementsprechend halt nur diese allgemeinen Informationen auch dir wiedergespiegelt hat. Weil Ja. ich bin mir relativ sicher, dass man, wenn man das Ding fragt, wie es diese Herausforderung lösen würde, dass man da auch eventuell interessante Antworten bekommen könnte. Also ich kann Oder das. vielleicht zum nächsten Mal, dass man so eine kleine Präsentation macht, interkulturelle Unterschiede in den Schulen und wie löst man die Herausforderung der Migration. Vielleicht hat der Frank da ja auch noch was zu gefragt. Ja, Ne? kommt also noch was. Einfach Fortsetzung der Gespräche. Mir fällt es dann wieder auf und das ist genau das, wo man weitergehen könnte. Aber das ist das, was man jetzt so bekommt, wo ich sage, ziemlich Mainstream. Aber es ist auch nochmal gut zur Verortung. Das war ja auch mein Punkt, den ich hier hatte. Ich hatte dann nochmal den Punkt, jetzt mal, ich gehe mal einfach ein bisschen einen Schritt weiter jetzt. Wir sind ja noch nicht mal auf dem Bild. Wenn ich den Scrollbar da sehe, mach mal weiter. Ja, eben, ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Man kann es ja nachlesen, wenn man möchte. Nein, das war keine Aufforderung, schneller durchzugehen, sondern wir sind gerade mal in der Mitte von deinen Ja. Also Aufzeichnungen. Prognosen, wir reden von digitaler Gesellschaft. Ich wollte mal wissen, was definiert er unter digitale Gesellschaft? Und auch das kann man mal durchlesen. Was ist dazu? Da brauchen wir jetzt nicht viel dazu sagen. Auch was wie digitale Wirtschaft, Arbeitswelten und so weiter. Und Bildung im digitalen Zeitalter, digitale kulturelle Identität und so weiter. Politik und Governance im digitalen Raum. Auch das fand ich interessant, dass wir eben auch jetzt in der Politik dann andere Möglichkeiten haben der Beteiligung. Das, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Demokratie ja, aber ist die parlamentarische Demokratie eigentlich noch die richtige Form für eine digitale Gesellschaft? Ja. Müssen dann nicht mehr Beteiligungsrechte kommen? Oder wie der Rudi auch vorhin gesagt hat, die Leute kommen hierher im Bewusstsein ihrer Menschenrechte. Nur die anderen sagen im Moment, die kommen zwar hierher, wollen aber eigentlich so leben, wie sie woanders hätten immer gelebt haben, aber wenn sie jetzt hier sind, sollten sie mal wieder anders leben. Also wir kommen da auch in Rechtsstreitigkeiten vom Bewusstsein her. Ja, und auch hier, also hier, wo ich sehe, da müsste ich Potenzial der Weiterentwicklung. Veränderung der Normen und Werte. Was wir haben, Fake News, Informationsüberflutung und so weiter, Vorteile und Nachteile, Herausforderungen einer digitalen Gesellschaft. Und das Fazit wäre, also eine digitale Gesellschaft beschreibt eine Welt, in der digitale Technologien alle Lebensbereiche integriert sind und das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben tiefgreifend beeinflussen. Das ist ja, was du, Michael, auch vorhin gesagt hast. Wir haben heute andere Kommunikationsmöglichkeiten und das ist einfach eine andere Welt und zwar in ganz kurzer Zeit geworden. Ich weiß nicht, wo ich in Spanien noch war, 96, wo ich da war, da wurde ganz groß diskutiert, wir haben jetzt das Internet. Das war damals neu. Da kräht kein Hahn heute mehr danach. Aber das war 96. Ja, Ja, klar. Wir haben auch in der Großregion hier diskutiert, was bedeutet denn sozusagen die Einführung des Internets? Und wir haben dann überlegt, es gibt ja, die Franzosen haben da einen Begriff für, den kriege ich jetzt nicht hin, aber es gibt digital Ausgeschlossene sozusagen. Oder wir gingen von der Annahme aus, es gäbe digital Ausgeschlossene. Also Leute, die nicht ans Internet rankommen. Es hat sich als totaler Fake sozusagen erwiesen, weil heute läuft ja jeder mit dem Handy rum. Wir haben damals noch angenommen, man müsste sozusagen auch in sozial schwachen Gebieten den Leuten öffentliche Interneträume zur Verfügung stellen. ja, Ja. Und das kommt auch hier bei der KI immer wiederum, diese ganze Technologisierung auch der ja. Schulen immer wieder für alle bereitstellen. Also Demokratisierung von Wissen und auch Bereitstellung der Möglichkeiten. Ne? Klar, das Handy, das hatte damals auch keiner gehabt. Das gab es ja damals ja auch nicht. Wir hatten zwar Internet, aber kein Handy. Das heißt, es ist immer diese technologische Entwicklung, die ist wahnsinnig rasant. Und das muss man einfach wieder hineindenken, aber auch für die Schule und Bildung, was das alles bedeutet, diese rasanten Entwicklungen, weil Schule ist eigentlich ein riesiger Tanker, der sich sehr langsam bewegt. Auch von der Mannschaft, die er drauf hat, auf dem Boot. Da kommen die Darf Leute, die ich kommen. eine Nachricht mal einwerfen von heute? Die australische Regierung erwägt ein Verbot von der Benutzung von sozialen Medien für Menschen unter 14 oder vielleicht sogar 16 Jahre. Ja. Weil
festgestellt haben, dass nämlich die normale Kommunikation, genau Frank, die du nämlich gesagt hast, unbedingt erforderlich ist, um Gemeinschaft zu bilden, in der Schule gar nicht mehr stattfindet. Sie alle datteln nur noch rum und sie machen nichts mehr gemeinsam. Jedenfalls ist es schwierig, mit diesen Geräten Gemeinsamkeit so herzustellen, wie es für eine Gesellschaft erforderlich ist, damit sie funktioniert. Das waren ja deine Worte weiter oben aus dem 19. Jahrhundert. Es könnte wirklich so sein, dass man sagt, wir lassen also eine Kommunikation auf diesem Gebiet erst zu, wenn eine gewisse geistige Reife erfolgt ist. Gut, dann ist eigentlich schon ein Phänomen jetzt weg, was ich ansprechen wollte später, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Nehme das also auf, was du eben gesagt hast. Wir haben da also auch unterschiedliche Entwicklungsstände. Also das, was du eben gesagt hast mit der australischen Regierung, wird ja auch woanders diskutiert. Es gab jetzt von gerade letzte Woche kam auch von der Uni in Augsburg genau das Gleiche, dass also Handy ausgeschaltet werden muss in den Schulen, manche sammeln es wieder ein. Was aber durchaus seine Berechtigung hat. Auf der anderen Seite, in der Schule, wo das Handy aber ein Instrument ist, was man nutzt, um digital zu lernen, ist es natürlich auch wieder Quatsch. Ich muss damit umgehen können. Ich denke, das kann man trennen. Ja, aber ich möchte einfach mal so weit gehen. Das muss man trennen. Das ist eine Sache, die auch in der Schule ausgehandelt werden kann, muss und so weiter. Also es ist, was mich momentan da etwas umtreibt bei der Geschichte, ist die. Ich habe es ja selber, wir haben ja selber eine Schule gehabt, die digital sehr weit vorangeschritten war und wo auch vielleicht eine der Leuchtturmprojekte auch innerhalb von Baden-Württemberg, weil wir einfach schon sehr, sehr viele Leute hatten, die da seit Generationen eigentlich immer an der Spitze sein wollten der technologischen Entwicklung. Und wir hatten auch die entsprechenden Möglichkeiten, auch was das Regierungspräsidium betraf und den Kreis. Aber es gab immer Kollegen, die genauso argumentiert haben, nein und so weiter, das bringt jetzt nichts, das stört nur und. Was ich damit sagen möchte, die Gesellschaft wird eine digitale und die Schule hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler auf die digitale Gesellschaft vorzubereiten. Was nicht einfach heißt, ich kann jetzt wieder ausschalten. Also ich möchte sagen, dieses Rollout der technologischen Möglichkeiten innerhalb einer Schule ist ein ungeheuer anspruchsvolles Unternehmen. Und das soll auch gemacht werden. Und jetzt ist es gerade so, dass solche Leute, die noch nie das Rollout selber miterlebt haben, jetzt schon sagen, das brauchen wir gar nicht und wieder auf die uralte Didaktik dann zurückfallen. Der Lehrer ist derjenige, welcher was sagt und so weiter. Also es muss eigentlich sein, wir bräuchten diese Digitalisierung der Schule, da bin ich dafür, was aber nicht heißt, und das wird ja auch hier von der KI ständig selber mit betont, das ist eine Ergänzung zu allen anderen. Aber ich kann bitte nicht so tun, als wären wir nicht in einer digitalen Gesellschaft und alles wieder zurückführen auf weg. Und das befürchte ich bei vielen, die sich nie... Das habe ich auch nicht gemeint. Nee, ich weiß nicht. Ich kenne es auch. Ich habe da genug Diskussionen geführt in Schulen. Ich war ja in vielen, vielen Schulen unterwegs, auch in der Entwicklungsberatung, Qualitätsmanagement, wo ich diese Position immer wieder hatte, der Lehrer und so weiter. Und die waren heilfroh, wo sie irgendwas hören können. Der Spitzer, da gibt es ja auch dieser Mensch, der damals schon dagegen polemisiert hat, gegen jegliche Art von Handynutzung und Digitalisierung und so weiter. Das waren erzkonservative Positionen, die dann teilweise gemacht wurden. Ja, nichts mit Digitalität. Und das ist meine Befürchtung, das Rollout, ja, aber was heißt das? Und deshalb heißt das durchaus, dass es sein kann, ich mache eine Woche lang. Es ist doch ganz klar, dass die digitale Welt vorhanden ist, dass in der digitalen Welt extrem viel Information ist, eigentlich alle Informationen, die man kriegen kann. Und wenn man daran geführt wird, sie herauszufinden und sie zu nutzen zum eigenen und zum gemeinsamen Vorteil, indem man nämlich davon lernt, dann ist das ja alles in Ordnung.
jetzt in Australien gedacht wird, ist die negativen Folgen dieser sozialen Netzwerke, wo alles zu finden ist und vor allen Dingen Fake News und jeglicher anderer Müll, dass man das versucht, für eine gewisse Zeit lang noch fernzuhalten. Was nicht bedeutet, dass nicht schon Kinder mit 10 Jahren an einem Tablet in der Schule stehen und ihre Lerninhalte damit also ich glaube, man muss es nicht mit Kindern geben. Das ist nicht gemeint. Das ist natürlich nicht gemeint. Also die Techniken müssen erlernt werden und es muss in Richtung gehen, dass Gesellschaft sich genauso bildet, wie Persönlichkeit sich bildet. Ja. Und nicht die negativen Erscheinungsformen. Man muss das differenzieren. Digitalisierung heißt ja nicht soziale Medien. Richtig. Digitalisierung heißt, die zukünftigen Werkzeuge den Kindern zur Verfügung zu stellen, um die Materialien zu haben, wie Tablet, Computer, alles, was sie nötig haben, um dann für den zukünftigen Arbeitsmarkt fähig zu sein. Mhm. Ich bin ein Befürworter, dass man generell soziale Medien für junge Menschen verbietet. China will das ja auch tatsächlich machen, also die wollen es auch. Die machen das schon. Ja, die machen das schon. TikTok ist ja bei den Extremst eingeschränkt, also man sieht da nicht jeden Müll, den man hier in Europa sieht. Die Idee ist halt, die Kinder sollen in den Schulen gehen, keine sozialen Medien haben, sondern reale soziale Kontakte knüpfen, die heutzutage komplett fehlen. Also ich glaube, sehe ich selten Kinder miteinander spielen. Wenn ich in der Straßenbahn bin, dann sind alle Kinder sind am Handy. Damit das nicht passiert, sollen die Kinder reale, gesunde, soziale Kontakte knüpfen, die heutzutage den Menschen fehlen. Wir haben zwar viele Freunde, aber die haben wir dann in den digitalen Medien. Wir haben viele Freunde auf Facebook. Real sieht das dann wiederum anders aus. Deswegen muss man das differenzieren. Soziale Medien heißt nicht gleich Digitalisierung, sondern Umfang, und das ist ein ganzer Aspekt, klar brauchen die Kinder soziale Medien in irgendeiner Form, aber auch oder auch nicht, so ehrlich müssen wir sein, weil reale Kontakte sind besser. Man muss den Kindern den Zugriff aufs Internet beibringen, weil ich habe mal jemanden gehört, der gesagt, wenn man ein Kind ein Handy gibt, dann gibt man ihm das Wissen der Welt. Nein, wenn du ein Kind das Handy gibst, gibst du den anderen Menschen Zugriff auf deinem Kind? Auch das. Also ich glaube wirklich, besser, du hast recht, wir müssen das unheimlich fein ziselieren und differenzieren, über was reden wir. Ja. Also die Frage von Medienkompetenz ist natürlich nochmal wieder eine ganz eigene Frage, die natürlich auch Schule beantworten muss. Also aus meiner Perspektive. Muss. Und ich meine, ich kann mich auch hinstellen und kann sagen, wir machen Singen, Klatschen und Tanzen und das machen wir bis ins 13. Schuljahr und dann machen wir das Abitur und keiner weiß so genau, wie ich mir das Wissen erworben habe. Ist auch eine didaktische Methode, die Leute irgendwo hinzuführen. Ja? Nur ich bin kein Freund davon. Also ich glaube schon, dass wir da die Überlegungen, die auch Frank so jetzt diskutiert hat mit der KI, einfließen lassen müssen. Die Frage ist, gehen diese Überlegungen so weit, wie sie gehen müssten? Oder weil du sagst, im Mainstream, die bleiben im Mainstream hängen. Der Mainstream ist ja jetzt, sag ich mal, nicht so technikaffin. Ja, eben, aber also Mainstream jetzt, sie ist natürlich für Digitalisierung, aber sie sagt immer, also sie, die KI, sie sagt, das ist eine Ergänzung, zur Ergänzung zu dem, was eigentlich ist, der Mensch wird ausgebildet. Der Mensch als Einzelwesen, aber auch als Gruppenwesen und vorbereitet auf die Gesellschaft, damit er eine Rolle in der Gesellschaft übernehmen kann. Und wenn das eine digitale Gesellschaft ist, gehört das mit dazu. Aber es muss eben genau gelernt werden, weil Besa hat auch gesagt, ich musste jetzt nicht mit TikTok durch die Gegend rennen und das hat eine Schule wirklich dann nichts verloren. Ja. Aber ich kann durchaus in der Schule mal über TikTok reden und zeigen, wie TikTok funktioniert und. Das gehört wieder mit dazu. Aber ansonsten brauche ich es nicht. Ansonsten ist es wirklich, fertig. Und da gibt es genug Sachen, die aber jetzt über Lernplattformen, die eben eingesetzt werden können und sollten. Fertig. Also im Funktionalen, das Ding ist immer, also das Ding und die Technik und so weiter, ist immer nur in der Dienstrolle. Ja.
wenn es beherrschend wird, wird es gefährlich. Aber das muss eben auch vermittelt werden. Ja, es ist generell schrecklich, dass Digitalisierung sofort auch in Kombination mit den ganzen sozialen Medien und Kulturen zusammengebracht wird. Das steht kein, also das in meinen Augen hat das keinen Zusammenhang. Nee. Soziale Medien, aber das wird auch nochmal. Und Digitalisierung, Entwicklung ist in meinen Augen was ganz anderes. Und, und wenn man dieses, ich bin der Meinung, dass sogar diese sozialen Medien eher uns in die Steinzeit wieder führen, wo Menschen dann halt öffentlich sagen können oder reden können und sich das verbreitet, dass da irgendwo Migranten Hunde oder Katzen essen. Ja, genau, also aber genau das wären ja so Dinge, die dann auch. Backfire, eher zukunftsorientiert. Ja, sagt aber die KI genauso. Ne? Gut, da haben wir schon mal Bürgerbeteiligung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Dezentralität. Ja, also ich habe sie dann gefragt, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber ich fand es mal interessant. Wird die digitale Gesellschaft demokratisch partizipativ oder autokrativ autoritär sein? Sind beide Alternativen möglich? Mhm. Das kann man einfach mal durchlesen. Ich will da nicht weiter reingehen. Das Fazit ist vielleicht nochmal interessant. Herausforderungen kommen dazu, beides hat beides Vor- und Nachteile und sie sagt eben auch vom Fazit her, sind beide Alternativen möglich, beides ist möglich, es hängt von politischen Rahmenbedingungen ab, es hält von gesellschaftlichen Werten und Normen ab, Regulierung, Governance, Technologie, also Fazit, die digitale Gesellschaft kann sowohl demokratisch partizipativ als auch autokratisch autoritär gestaltet sein. Der Unterschied in der Art und Weise, wie digitale Technologien genutzt und reguliert werden, sind auch wieder den Bereich, sowie der gesellschaftlichen Werten und politischen Systemen. Beide Szenarien sind möglich. Die Zukunft wird davon abhängen, wie Gesellschaften und Regierungen die Chancen und Risiken der Digitalisierung navigieren und ausbalancieren. So, also beides wäre möglich. Und ich habe dann einfach mal gesagt, als man sich entscheidet, wir gehen für Deutschland als Bezugsrahmen, jetzt sind wir wieder bei so einem Rahmen, den wir vorhin schon mal hatten in der Schule für einen Rahmen, kulturell und so weiter, jetzt für mich als Bezugsrahmen von einer digitalen Gesellschaft mit demokratisch-partizipativer Ausrichtung aus. Hierzu jetzt Fragen. Und dann kommen wirklich, sagen wir, sehr viele Fragen jetzt abgearbeitet. Würde es eine Schule mit Lehrpersonal in der digitalen Gesellschaft überhaupt noch geben? Also gibt es überhaupt noch Lehrer da drin? Wenn ja, welche Rollen brauchen die? Und ja, darauf hat es dann halt viel geantwortet. Die werden weiterhin notwendig sein. Warum? Eben das, die Dinge, die wir schon angesprochen haben, soziale Interaktion, junge Menschen brauchen Struktur, die sie hier vorfinden oder auch lernen, sich an, geben auch Orientierung, Vielfalt, Chancengleichheit, kritisches Denken, Wertebildung. Also alles diese Begrifflichkeiten, die auch das letzte Mal schon vorkamen. Aber wo man einfach, die müssen praktiziert werden im Alltag gemeinsam mit anderen. Und dafür ist Schule eben der große Lernort. Das ist nicht Wissensvermittlung, sondern das Lernen, ich sage einfach Menschwertungsprozess, der begleitet wird innerhalb der Schule. Und das ist ja eine ganz zentrale Aufgabe von Lehrkräften, wobei Lehrkräfte sich halt sehr oft nur verstehen, nur in Anführungszeichen als Fachvermittler. Da kommen wir wieder zu dem, diese soziale Interaktion. Ja. Damit diese stattfinden, müssen die digitalen sozialen Medien verboten werden, damit eine gesunde soziale Interaktion in der Schule, wie es früher war, wirklich auch stattfinden kann. Dass die Kinder mal mit Fußball spielen, dass die Kinder mal Basketball spielen oder Sonstiges machen und nicht